Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer neuen Spielvorstellung. Und zwar habe ich heute Metal Gear Rising. Ich habe mir natürlich tatkräftige Unterstützung an Bord geholt. Und zwar mein Kumpel Keks ist heute hier. Servus Leute, auch von meiner Seite. Ja, und zwar habe ich vom Keks das Gameplay spendiert bekommen, was ihr gerade hier schön im Hintergrund seht. Und ja, Keks ist quasi der Fachmann für diese Serie. Er hat ja schon früher Metal Gear gezockt. Du könntest ja ein bisschen was erzählen, was dich eigentlich so bewegt hat, dieses Spiel überhaupt zu kaufen. Ja, früher unwissend PlayStation 1 Spieler gewesen. Und man hatte natürlich in der Schule so ein bisschen davon gehört, ja, hier Metal Gear. Und das hat man sich natürlich geholt und wie gesagt, es geht ja um den Solid Snake und es war sehr spannend und von daher, man hat so mit der PlayStation 1 Generation angefangen und bis jetzt weitergespielt. Der Titel ist ein bisschen zwar anders aufgebaut, aber er gehört zur Saga und ich musste einfach den Titel kaufen und für den PC relativ günstig über Steam erworben, das muss man auch gleich sagen. Von daher eigentlich kein Fehlkauf. Bisher, und es macht auch Spaß, es ist halt ein bisschen so Zeitvertreib zum Schlachten, hat aber so nichts mit der Serie zu tun, leider. Ja, also ich muss ja sagen, Solid Snake, dieser ja, Hauptcharakter, habe ich selber, wo ich die PlayStation 1 ja noch erworben hatte oder noch im Besitz, habe ich den ersten Teil von Metal Gear ja auch gespielt. Danach ist eigentlich alles so, was Metal Gear angeht, bei mir so in Vergessenheit geraten. Und ja, jetzt kam natürlich wieder eins für den PC. Es kam ja erst, glaube ich, für die Konsolen raus und nachher jetzt die Portierung. Man kann aber sagen, grafisch haben sie es eigentlich ganz gut portiert, muss ich ehrlich jetzt sagen, auf den ersten Blick, was ich hier so sehe. Was ich aber auch sehe, das ist keine deutsche Tonausgabe, ne? Das ist alles in Englisch, man muss quasi immer lesen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Oder kommt man danach? Oder ist die Story jetzt so ergreifend, dass man da wirklich alles lesen muss? Oder ist das quasi durch die Bilder alles selbst erklären? Wow, die zieht sich aus, sehe ich gerade. Oh! Ja. Also, leider ist es in den anderen Teilen besser gewesen. Man muss sagen, es war mit deutscher Synchronisation, ne? Und es war halt auch, ja, alles so ein bisschen auf die alte Ebene. Man war halt der Spion, man musste sich halt Gedanken machen, wie man vorgeht. Das ist hier halt wirklich nur Gemetzel, Gemetzel, Gemetzel. Also, ich denke mal, so ein Zwischenableger, um mal ein bisschen Kohle reinzuholen. Die Geschichte an sich handelt ja hier um den Raiden quasi. Das ist ein Soldat, der auch zu dieser Elite-Gruppe Foxhound gehörte. Alle, die Metal Gear kennen, die werden so ein bisschen die Gruppe kennen, gegen die sich auch der Solid Snake gemessen hat. Bis jetzt immer erfolgreich. Und Raiden kennt ihr, wenn ihr den Titel Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty gespielt habt. Da ist das eigentlich gut zu ersichtlich, zu sehen, dass man halt ab dem zweiten Part nur mit Raiden spielt. Was hier noch zu sagen ist, er sieht nicht mehr so menschlich aus, er ist so eine Art Typ Cyborg. Ja, ah. Und wie du schon sagtest, die Gegnerin natürlich auch, ne? Also von daher, ich weiß nicht, wie weit sie sich nackig machen kann und du da deine Einsicht bekommst. Ja, ich hoffe, dass man hier noch ein bisschen was sieht. Also ist ja heutzutage sowieso, wenn irgendwo Brüste in Spiele ja gezeigt werden, dann hat es natürlich ein bisschen mehr Aufruf. Und ja, also hat es trotzdem, auch wenn es jetzt fernab der sogenannten Metal Gear Reihe ist, schon ein bisschen Hintergrund zu den Hauptspielen, ja? Kann man eigentlich schon sagen. Kann man sagen, also dieser Teil baut nach dem vierten auf, also der vierte, das war Guns of Patriots, das ist, kann man sagen, der PlayStation 3 Ableger gewesen von der Serie und nach dem vierten Teil wurde halt dieses System der Patriots, sag ich mal, vernichtet und kleine Firmen haben sich halt an dem Weltmarkt wieder zu schaffen getan, halt um, ich sag mal, Kriegsspielzeug zu produzieren. Also diese Cyborgs wurden dann halt immer stärker vertreten und die sollen halt die gewisse Unordnung in der Welt schaffen, um halt, wie soll ich sagen, große Firmen weiter an der Rüstungsindustrie teilhaben zu lassen. Also es geht hier wirklich nur darum, dass man halt versucht, den Frieden in der Welt zu verhindern. Ah, was ich hier sehe, dieses Spiel, denke ich mal, ist sehr linear aufgebaut, ne? Also man kann ja jetzt nicht großartig entscheiden, gehe ich jetzt rechts oder links, man wird dann quasi immer so ein bisschen geführt, oder? Das ist richtig, wenn du dich so ein bisschen an, wie heißt das hier, du weißt ja, wenn wir hier unsere Shooter spielen, ne, man kann so ein paar kleine Verstecke mal finden, wo man kleine Bonusse bekommt, aber ansonsten linear, also wenn man immer den richtigen Weg geht, dann
kommt man eigentlich immer zum Ziel. Es ist halt kein Open-World-Game. Ja, also gut, ja, muss ja auch nicht immer sein, ne? Wird ja mal gesagt, dass die Spieler sowieso immer blöder werden, dadurch wird das alles ein bisschen einfacher gemacht. Kann man schon so stehen lassen, aber was ich jetzt sehe, dieses neue Kampfsystem, wo man selber denn ja sagen kann, was man da zusammen oder auseinanderhäckseln kann, ist das schwer zu verstehen oder ist das hier mit so einem Devil May Cry irgendwie zu vergleichen? Also mit Devil May Cry kann man es jetzt nicht vergleichen. Also vom Spielprinzip vielleicht erstmal zum Anfang, ja, dieses Bewegen und so mit den neuen Fertigkeiten. Aber hier hast du die Besonderheit, dass du wie so eine Art Quicktime, also so eine Slow Motion eintritt, nachdem du bestimmte Moves aufgeführt hast oder halt diese LT-Taste gedrückt hast, wo du dann halt metzeln kannst. Da müssen aber wieder gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, dass du dann auch wirklich diese Durchschlagskraft hast. Und das ist halt mit diesen, wie soll ich sagen, wie nennt man das hier, JavaScripts dann halt eingebunden, dass man halt dann auch gewisse Sachen dann halt, wie bei diesem Bossgegner dann halt zermetzeln kann, wie seinen Stab, glaube ich, der aus diesen Händen hier zusammengefuchtet ist. Das ist schon möglich. Und man kann halt auch frei in der Welt zum Beispiel Bäume zerhacksen, einfache Gegenstände zerhacksen. Also das ist schon alles möglich. Nur wenn es um Gegner zerhacksen geht, dann kannst du dich nicht gleich ranstellen und dann anfangen los hier den Kopf ab und weiß ich nicht. Du musst schon gewiss, sag ich mal, so ein, zwei Mal auf ihn eingeprügelt haben. Ja, dieses Spiel baut ja auch auf so eine übermächtigen Gegner, die sind ja dann ja haushoch etc. Ich habe da schon mal ein paar ja, Ausschnitte gesehen und das ist jetzt ein ganz normaler Hauptgegner, die Frau, die wir hier haben. Ich weiß schon, warum du diese Frau genommen hast, weil ich das natürlich liebe. Immer nur Brüste, weißt du, Ja, wie genau. früher. Jetzt sehe ich gerade, wie du immer so schön sagst, zerhackselst. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, muss ich sagen. Und gibt es da auch so einen Level-Editor, wo man sagen kann, ja, ich habe jetzt so und so viele Punkte gesammelt, jetzt kann ich hier auf ja, Sprungfertigkeit etc. Mich hochleveln oder ist das einfach nur, ja, welche Waffen ich an Bord habe, also ohne Level-System? Nee, also du kannst neue Fertigkeiten lernen, dann kannst du halt dein Aussehen verändern gegen gewisse Punkte, die bringen dir zum Beispiel Lebensgeneration oder dass du mehr aushältst oder einfach zum Beispiel ganz blöd gesagt, dass du dich als Ezio verkleiden kannst oder so. Jetzt hier in dem Fall nicht, aber man kann zum Beispiel einen alten Metal Gear 1 Charakter nehmen, den Gray Fox zum Beispiel, der wird jetzt nicht sagen, aber man kann so da halt auch was einteilen. Und du kannst dir andere Waffen, sage ich mal, hochleveln, auch mit Fertigkeiten oder mit Stärke oder Schneidfähigkeit, Energie und also man hat da schon viele Optionen. Das ist ja schon sehr interessant und umfangreich. Was ich auch gehört habe, die Konsolenbesitzer, die mussten sich ja die DLCs, die es jetzt bis gab, alles selber nochmal einzeln kaufen. Für die PC-Umsetzung sind schon alle DLCs drin und das finde ich schon mal ganz interessant, ne? Und da ist ja auch so ein Spielmodus, wo du halt ja, rumrennst und halt so schnell wie möglich von A nach B kommst und wo man sich dann wie so ein Irrgarten verlaufen kann. Sowas habe ich schon mal in der Art gesehen. Aber vom Grafikstil erinnert mich das so ein bisschen an Deus Ex, oder? Das kommt irgendwie so eine Art hin, ne? So Es von ist der Farbe. so, es ist genauso wie du sagst, es hat diesen Touch von Deus Ex, aber das hatten die Metal Gear-Teile halt immer. Ne? Also wenn man sich so ganz auf Patriots anguckt, das ist halt schon auf diesen Stil, das wollen die aber auch haben. Ne? Jeder, der so ein Metal Gear-Fan ist, der will diese Farbkombi haben. Also, aber es ist halt ein bisschen Ticken besser als Deus Ex, weil Deus Ex ist halt diese Unschärfe relativ hoch. Ne? Ich denke mal, du hast ja den Titel selber gespielt, aber so ist schon nicht schlecht. Ja, was man vielleicht merkt bei diesen Bosskämpfen, immer wenn es zum Ende hinzugeht, dann werden hier immer, ich sag mal so, Lieder, richtig Lieder eingeschalten, also wo auch wirklich gesungen wird. Dann weiß man, dass man so ein bisschen am Ende schon ist. Ah, dann hat man es quasi dann schon fast geschafft, ne? Also wie bei Batman, dann kommt dann auch schon mal stimmungsvolle Musik. Nee, was kann man eigentlich zu diesen Hauptgegner noch kurz sagen hier, diese Frau? Ist es jetzt ein mittlerer Hauptgegner oder wirklich ein großer Hauptgegner? Naja, ich sag mal so, ist der erste wirkliche Hauptgegner und ja, ich sag mal, jetzt ist nicht wirklich ein Gegner, wo man sich messen kann oder der was mit der Anfangsstory zum Anfang zu tun hat. Also es, ich sag mal so, wie sagt man, so ein Einstieg halt, ne? So ein Einstieg, finde zurecht, kommst du klar, probier das und das aus, wie es ausweichen und hast nicht gesehen, aber
Nicht wirklich jetzt. Ich habe wirklich nur Tittenbonus genommen wegen dir, ne? Ja, nein, auf jeden Fall. Das muss natürlich sein. Nee, was kannst du denn eigentlich überhaupt sagen? Was am wichtigsten ist jetzt gerade zum Anfang, wenn man ja lieber wegspringen, ein bisschen defensiv spielen oder doch raufgehen wie ja, die Axt im Walde für die Leute, die sich vielleicht überlegen, dieses Spiel zu kaufen? Also, ne, ihr wisst schon, entweder unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link oder halt bei Steam, ganz einfach, ne? Ja, kannst du mal erzählen, wie würdest du agieren? Das Wichtigste ist eigentlich, schneller zu sein als der Gegner. Leider bin ich mit dem Ausweichen und so noch nicht wirklich, oder komme damit noch nicht wirklich klar, weil man da auch gewisse Fertigkeiten erstmal kaufen muss. Es ist so relativ schwer auszuweichen, deswegen versucht schneller zu sein oder versucht eher vom Gegner wieder wegzugehen. Es ist relativ schwer. Also ich habe hier schon viele Male mein Leben lassen müssen. Kann es durchaus sein, dass hier man ein bisschen überfordert ist jetzt von den ganzen Steuerungselementen, oder ist zum Beispiel jetzt nicht Deus Ex, sage ich schon, Devil May Cry ein bisschen umfangreicher oder schwerer mit der Steuerung? Also, ich sag mal so, die Elemente allgemein sind hier schon erstmal zum Anfang einfacher. Bei Devil May Cry, da kann man halt zum Anfang schon mehr Kombis machen, weißt du, also Kombos. Und hier muss man sich halt erstmal die Fertigkeiten erkaufen, aber es ist bei Devil May Cry einfach besser auszuweichen als hier, und das macht es halt schwerer, irgendwo zu bestehen. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu unfähig. Ich weiß es Ja, nicht. vielleicht brauchst du noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, jetzt nochmal einen kurzen Ausblick. Es sollen ja jetzt sowieso noch ein paar andere Teile von Metal Gear kommen. Ich habe mich jetzt gar nicht so richtig befasst, was da jetzt nun kommt. Ich habe nur mal so einen Ausschnitt gesehen, wo ein Soldat so im Regen sitzt und irgendwo ist ein Kind eingesperrt und es regnet und sieht alles ganz toll aus. Würdest du die holen, wenn dies für einen PC kommt? Ich denke mal, es wird für einen PC auch kommen. Ich denke mal, das ist gar keine Frage. Also, wie gesagt, derjenige, der Metal Gear kennt und schon öfter gespielt hat, der wird sich auf jeden Fall den Teil kaufen. Und ich natürlich auch. Also, Vielleicht bin ich ja auch an Bord. mal wieder mit Snake spielen. Hallo. Das möchte jeder. Außerdem ist jetzt eine Neuerung, diese Open-World-Phase, die damit eingebaut ist. Von daher einfach mal schauen. Aber es wird schon lustig. Und in die Saga wird auch sehr viel Geld investiert, und das merkt man auch. Man hat da wirklich eine Spielspaßfreude. Die Story ist immer genial, und ja, wer das Schleichen mag, der sollte sich auch so ein Spiel kaufen. Also Ja, ist und schon, jetzt sind wir ja auch schon, ja, jetzt, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber kein Problem. jetzt sind wir ja schon fast am Ende. Und du könntest ja jetzt mal ganz kurz dein Fazit sagen, wie du das jetzt findest und was du vielleicht gut findest, was du vielleicht schlecht findest. Wir haben jetzt vielleicht noch eine halbe Minute, also halte dich kurz. Also, wer Schnitzel mag, der kann sich's gerne holen. Also quasi sowas wie Devil May Cry. Wer jetzt wirklich nur auf die alte Saga sich bezieht und dieses alte Spielprinzip holen oder mag, der sollte es halt eher sein lassen, weil es damit nichts zu tun hat. Also für mich würde ich sagen, eine Skala von 1 bis 10, eine 8 würde ich vergeben. Also es ist eine 8 für mich Spielfreude, aber es hat halt keine Langzeitmotivation. So, ich gebe Ja. wieder ab an Maximus. Ja, also kann man durchaus sagen, dass das Spiel so 6 bis 7 Stunden Spielspaß hat oder eher weniger. Locker. Oh, guck da an, wie das alles explodiert. Das sieht schon mal richtig geil aus. Ja, jedenfalls werden wir jetzt einen Schluss machen. Das Video endet jetzt bald. Ich sag erstmal danke an den Keks und wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, ja. Dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Dann könnten wir vielleicht nochmal ein Video bringen mit einem großen Hauptgegner etc. oder auch vielleicht ein anderes Spiel. Ja, mit den Worten möchte ich mich eigentlich verabschieden. Das letzte Wort hat der Keks. Tschüss.